Heute ein Q&A-Video bezüglich meines Seven Forest Wilds 7 Tage Selbstversuch ohne Gegenstände. Aber bevor ich die ganzen Fragen beantworte, werde ich gleich zu dieser Stelle hinlaufen, wo ich bei meinem Bewerbungsvideo für die Seven Forest Wild Card gepennt habe. Dort werde ich heute auch pennen. Und guck mal hier. Ich habe hier das hier. Das ist ein Campingkocher. Der besteht aus Titan und wiegt nur 71 Gramm. Also perfekt für Ultraleichtwanderer, wenn man richtig ultraleicht unterwegs sein möchte. Oder als Notfallkocher, falls zum Beispiel das Gas alle gehen sollte. Oder man die Spiritusflasche vergisst. Ich werde diesen Kocher mitnehmen und nachher etwas Glühwein machen. Mit Brennstofftabletten. Link zu diesem Produkt unten in der Beschreibung. Und guck mal, ich möchte zwei Leute glücklich machen. Ich habe hier zwei weitere, die werde ich später verlosen. Aber das Gewinnspiel gibt's am Ende dieses Videos. Also deswegen müsst ihr dieses Video bis zum bitteren Ende anschauen. Und ich wollte euch informieren, dass im Onlineshop obol.com, worin ich unter anderem diesen Kocher zur Verfügung gestellt bekommen habe, bis zum 16.12. 2 Uhr einen Weihnachten-Sale anbietet, worin es einen Rabatt bis zu 50% gibt. Außerdem könnt ihr mit dem Rabattcode NATURURIN10 zusätzlich 10% auf alle Bestellungen sparen. Ich werde jetzt zu meinem heutigen Schlafplatz hinlaufen. Gib Prost. Ich grüße. Ich hatte einen Namen vergessen. Vielen Dank für die Stufe 2 Mitgliedschaft, aber der Name taucht gar nicht mehr auf und ich habe den vergessen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie du heißt. Aber vielen Dank für die Mitgliedschaft. Und ich grüße noch Benjamin Ziegern. Auf dich werde ich jetzt zwei Stück machen gehen. Bier Power 1. Bier Power 2. Ich bin jetzt gerade an dieser Stelle angekommen, wo ich bei meinem Seven Forest Wild Bewerbungsvideo gepennt habe. Direkt hier an diesem Baum. Und ich werde jetzt hier meinen Schlafplatz aufbauen. Guck mal hier, mein Schlafplatz ist fertig. Ich werde euch zeigen, wo ich schlafen werde. Ich werde genau hier schlafen. Da, wo blau dran ist. Warte, guck mal hier. Guck mal, ich habe hier schon meine romantischen Kerzen angemacht. Und jetzt, und darauf, dass ich diese romantischen Kerzen hier angemacht habe, werde ich die Antworten starten. Wie viel Videomaterial ist insgesamt zusammengekommen? Das kann ich nicht ganz genau sagen, weil nachdem ich die ganzen Videos zusammengeschnitten habe, habe ich das ganze Videomaterial aus Platzgründen gelöscht. Aber ich schätze mal so 9 bis 10 Stunden Videomaterial insgesamt. Wo genau warst du denn da? Irgendwo in Deutschland. Wo genau, verrate ich nicht. Warum trägst du nur kurze Hosen? Damals, vor 11 Jahren, wollte ich mir eine Herausforderung stellen, einen gesamten Winter lang nur in kurzer Hose zu laufen und das einmal so richtig durchzuziehen. Und obwohl ich dadurch an diesem Winter sehr oft krank wurde und sogar einmal Frostbeulen am Bein bekam, habe ich das trotzdem aus eigenen Willenskraft komplett durchgezogen. Und seitdem hasse ich lange Hosen und werde so gut wie fast nie krank. Das ist richtig geil. Ich bin richtig abgehärtet deswegen. Das kann ich nur empfehlen. Deswegen trage ich kurze Hosen. Hattest du überlegt, ausnahmsweise wieder eine lange Hose anzuziehen? Auch wenn eine lange Hose ganz gut gegen diese kleinen Tiere, die mich die ganzen Nächte so richtig gestört haben und genervt haben. Wie die hier an meinem Bein gekrabbelt sind. Diese ganzen Raupen und sowas. Und diese anderen Käfer und Insekten und Spinnen und so. Wie die hier an meinem Bein gekrabbelt sind. Die haben mich die ganze Zeit so richtig genervt. Also dafür wäre auf jeden Fall eine lange Hose gut gewesen. Aber ich habe trotzdem keinen einzigen Gedanken dafür verschwendet, eine lange Hose anziehen zu müssen. Ich mag die einfach nicht. Wie fühlt es sich an, jede Nacht so extrem zu frieren? Hattest du keine Angst vor ernsthafter Unterkühlung oder ähnlichem? Nein, absolut nicht, weil ich hatte wesentlich kältere Nächte hinter mir gehabt, worin ich noch viel, viel, viel heftiger gefroren hatte. So, ich habe jetzt meine komische Kopflampe angezogen. Meine Gehirnlampe. Weil ich gerade kurz was gesucht habe. Aber jetzt geht's weiter. Was war deine krasseste Erfahrung bei deinem Selbstversuch? Ich hatte ja ungefähr 20 Stunden gebraucht, um den richtigen Spot zu suchen. Und während der Suche befand ich mich zeitweise in einem Funkloch. Und ich war ungefähr eine ganze Stunde von der nächsten Ortschaft entfernt gewesen. Und plötzlich stand eine ganze Horde Wildschwein vor mir. Also gut, die sind zum Glück
hoch zum Berg hochgelaufen. Aber wenn die mich in diesem Zeitpunkt angegriffen hätten, dann wäre ich auf jeden Fall schutzlos ausgeliefert. Ich hatte in diesem Zeitpunkt meine Actioncam hier dran gehabt, aber ich hatte die Actioncam viel zu spät angemacht. So, dass man die Wildschweine nicht mehr gesehen hat, sondern nur ganz kurz gehört hat. Moin Andreas, meine Frage wäre, warum hast du nicht etwas zum Feuermachen mitgenommen? Wäre dir sehr hilfreich gewesen, denke ich. Weil ich den Selbstversuch ganz gezielt ohne Gegenstände durchführen und Erfahrung sammeln wollte. Feuer war da verboten oder hattest du es gar nicht in Betracht gezogen? Ich hatte es nicht in Betracht gezogen, weil ich habe noch keine Erfahrung in Feuerbohren und ich habe keine Ahnung, wo man Feuersteine in freier Natur findet. War Helmut oder dein Bruder in der Nähe, um dir helfen zu können oder hast du jemand anderes gehabt? Nein, es war absolut niemand in der Nähe gewesen und ich war fast eine gesamte Stunde von der nächsten Zivilisation entfernt. Aber ich hatte an 4 oder 5 vertraute Personen meine Koordinaten geschickt und denen geschrieben gehabt, dass für den Fall, falls nach den 7 Tagen von mir kein Lebenszeichen kommt, dass sie Bescheid wissen, dass mir vermutlich was passiert ist. Wie heißt denn die rosafarbene Blume, die du gegessen hast? Das weiß ich nicht, ich habe den Namen nicht gemerkt. Aber ich werde es hier einblenden. So heißt die Blume. 1:20:30, sind das nicht Brombeeren? Guck mal hier, wir haben diese Temperaturen hier. Minus 0,2 oder so. Genau. Das sind richtige Glühwandtemperaturen. Das heißt, ich werde jetzt meinen Titankocher auspacken, den ich euch vorhin vorgestellt habe, und darauf Glühwein kochen. Genau, das mache ich jetzt. Und guck mal, mein Mund dampft rum. So, ich habe gerade meinen Glühwein und meinen Kocher rausgeholt. Und und ich habe mein Thermometer eben gerade viel zu früh gezeigt. Wir haben in Wirklichkeit diese Temperatur. Genau, irgendwas von minus 2 oder so. Genau, über minus 2 Grad Celsius. Das heißt, jetzt werde ich erst recht Glühwein machen. Ich glaube, mein Feuer ist alle gegangen. Das ist scheiße. Aber egal. Diese Tablette, die brennt. Aber die andere, die wird bestimmt sich gleich entzünden. Weil dieser brennt. Und deswegen werde ich jetzt das hier drauf packen und dann in den Glühwein reinmachen. So, jetzt bin ich gespannt, wie lange das dauert, bis der warm wird. Ui, ich habe das hier ganz kurz berührt und mein Finger war ein bisschen verbrannt gewesen. Das heißt, das Ding, das ist fertig. Dieses Glühwein ist fertig. Ich werde es jetzt hier rein schütteln, damit ich Glühwein trinken kann. Und ich war sehr überrascht gewesen, wie schnell das fertig ging. Ich würde sagen, so vielleicht 3 Minuten oder so. Und da war das schon durch gewesen, der Glühwein. Also deswegen jetzt vom ersten Eindruck her, kann ich das sehr gut weiterempfehlen für den Ultraleichtbereich, weil das nur 71 Gramm leicht ist. Und genau, und darauf werde ich jetzt diesen Glühwein genießen. Bald ist Weihnachten, deswegen ist gerade Glühweinzeit und nichts anderes. Das ist Glühweinzeit, deswegen ist das Glühweinzeit. Ich bin eine verranzte, räudige Glühweinbazille. Und ich glaube, nachdem ich diesen Glühwein ausgetrunken habe, werde ich mich pennen legen. So, ich werde jetzt hier rumpennen. Ich bin schon wieder wach. Und mein ganzer Schlafrhythmus ist total im Arsch. Weil guck mal, ich bin kurz bevor die Sonne aufging, bin ich eingepennt. Und dann habe ich den ganzen Morgen und den ganzen Nachmittag irgendwie verpennt. Und ich habe so tief in den Nachmittag reingepennt, weil es wird ja immer schneller dunkel und so, dass es jetzt schon wieder dunkel geworden ist. Das ist Katastrophe. Das heißt, ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt meinen Schlafplatz zusammenbauen und dann nach Hause laufen.
Und wenn ich dann später zu Hause angekommen bin, dann werde ich das Q&A fortsetzen. So, ich bin schon wieder zu Hause angekommen, bin gerade duschen gegangen und habe danach eine Leber gegessen. Und jetzt beantworte ich weiter die Fragen. Wie geht es dir mental nach dem Experiment? Die 7 Tage an sich habe ich aus mentaler Sicht gut verarbeiten können. Also da war auf jeden Fall noch Luft nach oben, habe ich gut wegstecken können. Aber ich habe ein anderes Problem, was unter anderem auch bei diesen 7 Tagen so richtig gezerrt hat. So richtig nervlich und mental gezerrt hat. Und zwar, ich bin eine bumsüchtige Hetero-Drecksau, die einfach nie genug bekommt und die den ganzen Tag an nichts anderes denken kann. Und ich leide enorm darunter. Weil jedes Mal, wenn ich länger als ein paar Tage keine Frau mehr glücklich gemacht habe, verfahre ich immer sehr schnell in ein Loch voller innerlichen Stress und richtig übel pochenden Depressionen, die mich so richtig lahmlegen. Und was mich völlig aus der Bahn wirft, und weil mein ganzer Kopf einfach so richtig überfüllt davon ist, kann ich einfach überhaupt nicht klar denken und mich zu nichts konzentrieren. Also das legt mich so richtig lahm. Und das hat mental einfach so hart gezerrt und geschoben, dass wenn ich den Selbstversuch um 14 Tage verdoppeln würde, aber kurz davor eine Frau glücklich gemacht habe, kurz vor Beginn, und ich somit mit einem freien und energetisch aufgeladenen Kopf starten könnte, dann würde ich wahrscheinlich die 14 Tage besser durchkommen und angenehmer, als die 7 Tage mit einem überfüllten Kopf. Also das hat mich in der Zeit wieder so richtig wahnsinnig gemacht. Das war richtig nervenzehrend. Achso, und ich bin nicht vergeben und freiheitsliebend für alles zu haben. Wie sah es denn mit deinem Sexualtrieb aus? Hast du mal den Speer gerieben? Also an normalen, gewöhnlichen Tagen bin ich ein sehr aktiver Mann mit einer starken Libido, der täglich das Bedürfnis hat, mehrmals am Tag zu jeder freien Minute die Frau zufriedenzustellen. Aber innerhalb des Selbstversuchs, da war es komplett anders gewesen, weil es ja die ganze Zeit an Nährstoffen und guter Ernährung gemangelt hat, war meine Libido komplett in den Keller geschossen. Jetzt ohne Scheiß, zu dieser Zeit, da hatte ich weder Energie noch den Andrang gehabt, mir einen runterzuholen. Also meine Libido war komplett in den Keller gerissen zu dieser Zeit. Aber als ich wieder zu Hause ankam und die ersten Mahlzeiten hatte, dann war dann aktive Natururin schon wieder da. Wie oft hast du masturbiert, um dich beim Selbstversuch warm zu halten? Diese Frage ist mit der letzten Frage beantwortet. Ich habe mich 0 Mal masturbiert und bin mit dicken Eiern nach Hause gekommen. Wie oft hast du dich selbst befriedigt? Diese Frage ist auch mit der letzten Frage beantwortet. Wie viel muss man bei PayPal spenden für einmal Bierpower? Pro ein Bierpower 10 Euro. Weil ich bin eine Prostituierte. Aber ich biete meine Dienstleistung noch günstiger an, und zwar einen Abschluss einer Stufe 2 Bierpower Kanalmitgliedschaft. Das ist günstiger. Hat dir das Bier schon gefehlt? An sich eigentlich nicht. Also ich habe jetzt kein Problem damit gehabt, 7 Tage auf Bier zu verzichten. Mache ich auch so immer wieder mal. Aber ich muss sagen, mit Bierchen wären die 7 Tage definitiv entspannter gewesen, das durchzuziehen. Weil die Zeit würde viel schneller rumgehen, man könnte nachts besser schlafen, man würde die Kälte etwas weniger spüren, das Hungergefühl wäre weniger präsent und den vollen Kopf, diese ganzen Faxen, die bei mir im Kopf rumschwirren, die könnte ich in dieser Zeit etwas ertränken. Welcher Gegenstand hätte dir rückblickend am meisten bei diesem Selbstversuch geholfen? Auf jeden Fall ein Schlafsack, weil die Kälte nachts über, die mich kaum schlafen gelassen hat, genauso wie der Schlafkomfort, das waren auf jeden Fall die darauffolgend größten Belastungen gewesen. Am besten so ein richtig fetter Billig-Winterschlafsack. Und zwar kein Sommerschlafsack, weil der viel zu dünn ist. Und auch kein hochwertiger, teurer Winterschlafsack. Weil man bei diesen teuren, da schwitzt man zu viel. Sondern so ein richtig fetter Billig-Winterschlafsack mit schönen, mit so einen Werten, die total viel zu billig sind. Mit so den richtigen Billigwerten. So, dass man nicht zu doll schwitzt, aber dass warm genug ist für diese Nächte. Und wo man sich schön drauflegen kann, weil der so richtig fett und billig ist. Genau, das wäre dafür ideal gewesen. Hast du zwischendurch daran gedacht, abzubrechen wegen Kälte und Schlafmangel? Nein, absolut nicht, weil ich habe die 7 Tage gut durchziehen können und ich bin nicht an meinen Grenzen gekommen. Und da war auf jeden Fall noch Luft nach oben gewesen. Also klar, die Kälte nachts über war nicht angenehm. Und den Schlafmangel hatte ich eigentlich eher nur nachts über gehabt. Ich habe den Schlaf immer wieder tagsüber nachgeholt. Und natürlich war ich auch
froh darüber gewesen, nach den 7 Tagen wieder zu Hause zu sein. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich nicht an meinen Grenzen drangekommen bin. Wie oft hast du daran gedacht, das Experiment vorzeitig abzubrechen? Die Frage habe ich gerade beantwortet, und zwar kein einziges Mal. Wie lange warst du wach? Ich würde sagen, dass ich jeden Tag so 5, 6, 7 Stunden Schlaf bestimmt hatte. Aber über den ganzen Tag verteilt, alles, was ich nachts über nicht geschafft hatte, habe ich tagsüber nachgeholt. Ich muss auch sagen, dass ich tagsüber mehr geschlafen habe als nachts. Was denkst du, wie lange hättest du noch ausgehalten? Also, wenn eine Apokalypse ausbrechen sollte und ich nicht die Möglichkeit hätte, wieder zurück zur Zivilisation zurückzukehren, da bleibt mir keine andere Wahl, als das ganze Leben lang auszuhalten. Und die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich keine Ahnung habe, wie lange ich lebe. Hast du gestunken? Es ging noch klar, ich habe mehr nach Waldboden gerochen als nach Mensch, weil ich habe die meiste Zeit nicht geschwitzt, außer wenn die Sonne rauskam. Und wo die Sonne draußen war, da hatte ich ja jedes Mal meinen ganzen Oberteil und so weiter ausgezogen. Damit ich bloß nicht mein Pullovers und so weiter voll schwitzen tue. Und ich hatte hin und wieder immer wieder mal so ein bisschen Katzenwäsche gemacht. Wie war es, eine Woche mit denselben Klamotten rumzulaufen? Vor allem mit derselben Unterwäsche. Es war zwar nicht angenehm und natürlich war ich auch froh gewesen, als ich zu Hause ankam und nach dem Duschen die frische Wäsche anziehen konnte. Aber weil ich sehr oft mehrtägig Outdoor-mäßig unterwegs bin, ist das für mich auf jeden Fall kein Neuland, mal die Wäsche ein paar Tage länger zu tragen. Aber jetzt privat, außerhalb der Outdoor-Aktivitäten, wechsle ich meine Wäsche regelmäßig. Auf was hast du dich am meisten gefreut, wenn du ans Nachhausekommen gedacht hast? Aufs gute, nährstoffreiche Essen. Wann bist du circa immer aus dem Wald gegangen zu Rewe, Bier holen und Döner? Kein einziges Mal. Jede Herausforderung, die ich mir selbst stelle und dokumentiere, ist seriös und da wird nichts geschummelt. Wie viel Liter Bier konntest du im Wald erspähen? Ich habe 0,0 Liter im Wald erspäht. Also gar nichts. Wie viele tödliche Tiere wollten in deinem Darm wohnen? Das weiß ich nicht, ich kann nicht in deren Gehirnen reinschauen. Welche Handyspiele hast du gegen die Langeweile gespielt? Gar keine, weil ich hatte mein Handy die gesamte Zeit über im Packsack verschlossen gehabt, so dass ich da die gesamte Zeit bloß keinen Zugriff drauf hatte. Und ich habe auf mein Handy kein einziges Handyspiel installiert. Weil die Zeit ist endlich und somit viel zu wertvoll, um es mit Handyspielen zu verschwenden. Man muss immer auf Alternativen zurückgreifen, weil das ist wichtig, damit das Leben spannend bleibt. Wie hast du die Zeit vertrieben, wenn du nicht am Shelter gebaut oder Essen gesammelt hast? Ich habe mich häufig an verschiedenen Stellen hingestellt oder, falls es trocken war, hingesetzt und habe sehr viel über alles Mögliche nachgedacht. Und dadurch, dass ich so viel nachgedacht habe, ist die Zeit relativ schnell verflogen. War dir langweilig? Weil ich die meiste Zeit mit meinen Gedanken beschäftigt war, war mir so gut wie nie langweilig, außer ein paar einzelne Minuten, wo ich mich gefragt hatte, was kann ich jetzt machen? Aber insgesamt, unterm Strich, ging das eigentlich mit der Langeweile. Also damit kam ich gut klar. Was hast du gegen Langeweile getan? Ich glaube, die Antwort auf die Frage habe ich schon beantwortet. Ich habe die meiste Zeit nachgedacht. Hattest du Probleme mit dem Alleinsein 7 Tage lang? Nein, ich hatte absolut gar keine Probleme damit gehabt, 7 Tage für mich allein zu sein. Ich muss erfahrungsmäßig sagen, dass ab 3 Wochen Isolation, dass es da langsam anfängt, für mich schlimm zu werden. Aber alles, was davor ist, ist für mich easy zu machen. Hast du dich einsam gefühlt? Ich denke, die Frage ist in der letzten Frage beantwortet. Wie sehr hat dir der Kontakt zur Außenwelt gefehlt? Hat mir nicht so doll gefehlt und für die 7 Tage konnte ich das gut wegstecken. Hattest du in Deutschland Angst vor dem Krokodil, das auf Panama sein Unwesen treibt? Nein, weil dieser sich nicht in meiner Nähe befand. Hat er eigentlich eine leichte Behinderung? Die Frage ist nicht böse gemeint. Nein, ich habe keine Behinderung, ich bin nur eine speziellere Persönlichkeit, die Bock auf speziellen Content hat. Warum hast du dann Shelter nicht mit Moos zusätzlich abgedeckt, um es zu verdichten? Weil ich die meiste Zeit viel zu faul und zu energielos war. Hattest du Probleme mit Nacken, Rückenschmerzen vom auf dem Boden schlafen? Nein, ich hatte absolut keine Probleme gehabt. Wo hast du in den Wald geschissen? Ich hatte, glaube ich, am vorletzten Tag erwähnt gehabt, dass ich kein einziges Mal scheißen musste. Und ich glaube fest daran, dass sich mein Darm aus psychosomatischen Gründen nicht gemeldet hat. Weil ich hatte ja weder Toilettenpapier noch Taschentücher. Und es wäre natürlich sehr unangenehm, das mit Blätter oder so abzuwischen. Und ich wusste ja, wann Schluss war. Und deswegen hat sich, glaube ich, mein Darm nicht gemeldet. Mein Darm hat sich zum ersten Mal gemeldet, als ich im Zug drin war. Und da habe ich die Zugtoilette vollgeschissen. Hattest du Verstopfung nach dem Experiment? Nein, tatsächlich, alles gut. Ich hatte keine Verstopfung gehabt. Wann kommt das Kacken im Wald-Tutorial? Habe ich momentan nicht geplant. Wie lange war dein erster Schlaf nach diesem Selbstversuch? Wie gewöhnlich, so 7-8 Stunden ungefähr. Wie lange hast du in der ersten Nacht wieder zu Hause geschlafen? Die Frage habe ich soeben beantwortet. Wie viele Zecken hast du insgesamt gehabt und warst du damit schon mal beim Arzt? Also in meinem gesamten Leben hatte ich bestimmt um die 100 Zecken gehabt, aber innerhalb des Selbstversuchs, keine Ahnung.
Habe ich nicht ganz genau nachgezählt. Ich hatte aber beim Selbstversuch im Video alle Zecken gezeigt oder erwähnt. Und beim Arzt war ich nicht gewesen, weil ich keinen Bedarf dazu hatte. Wie viele Zecken hattest du insgesamt? Die Frage habe ich gerade beantwortet. Du hattest ja doch sehr viele Zecken. Hast du dich im Vorfeld impfen lassen oder hast du das eh schon erledigt, da du ja sehr oft im Freien schläfst? Nein, ich bin ungeimpft. Kannst du eine Wanderroute im Harz empfehlen? Es gibt im Harz auf jeden Fall viele Wanderwege, die sehr gut sind, aber ich habe bisher den Harzer Hexenstieg durchgelaufen und den kann ich dir auf jeden Fall sehr gut empfehlen. Der Harzer Hexenstieg ist gut. Den muss ich unbedingt wiederholen irgendwann, eines Tages. Das muss gemacht werden. Das ist ein guter Wanderweg. Stimmt es, dass Unge auf dein Video reagiert hat? Yep. Unge hatte auf mein 7VS Wild Bewerbungsvideo reagiert. Und wenn du in der Suchleiste Natururin Unge eingibst, dann müsstest du seine Reaktion finden. Wie kam der gute Name? Ich wusste früh, in welche Richtung mein Kanal gehen sollte und ich brauchte einen dementsprechend passenden Namen, der nicht zu lang ist und den man sich auch gut merken kann und der auch etwas provokant klingt. Und bei der Namensfindung habe ich angesoffen, mit Bier in der Hand gegen einen Busch gepinkelt. Und da habe ich Natururin gefunden. Da ist mir das Zeug für den Sinn gekommen. So ist Natururin entstanden. Wie bist du damals auf die Idee gekommen, YouTube anzufangen? Ich hatte über mehrere Jahre ganz schlimm mit sozialen Ängsten zu kämpfen gehabt und ich hatte natürlich alles dafür getan, um da rauszukommen. Mit Erfolg. Und Kraftsport sowie mich vor der Kamera zu stellen, diese zwei Dinge haben es geschafft, dass ich da komplett rauskam. Dass ich mich da komplett aus dieser Krankheit rausgeboxt habe. Und genau, und so ist das halt geblieben, dass ich weiter bis heute YouTube mache. Und weil ich gerne meine Erlebnisse festhalten, sowie ein neues Hobby ausprobieren wollte. Warum gibt es keine Fanpost-Videos mehr? Du hast das Format ja eingestellt, oder was wird nun aus der Fanpost, die du weiterhin bekommst? Ich möchte doch sehen, was die Leute dir schicken, oder wo kriegt man das mit? Weil du auf deinen letzten Livestream, auf mein letztes Fanpost-Öffnen-Video reagiert hast, kennst du die Antwort bereits schon. Aber ich sag das nochmal für alle, das Format habe ich eingestellt, weil sich das mit den anderen Formaten zu sehr beißen tut und die Klickzahlen sind weniger bei diesem Format. Und wenn ein Format weniger geklickt wird, dann ist das schlecht für meinen gesamten Kanal. Und deswegen habe ich den Format eingestellt und stattdessen werde ich die Fanpost sowie alle Amazon-Wunschlisten Mitbestellungen in den Hauptvideos öffnen an Stellen, wo es reinpasst. Zum Beispiel am Ende des Videos oder am Anfang oder mittendrin. Genauso wie jetzt. Und zwar, guck mal hier. Ich habe hier eine Amazon-Wunschlisten-Mitbestellungspaket bekommen. Ich werde den jetzt öffnen, aber bevor ich den öffne, werde ich jetzt zur Packstation hinlaufen, weil da ist noch ein Paket drin. Und dann, wenn ich wieder zurück bin, werde ich beide Pakete öffnen und danach das Q&A fortsetzen. Genau, das mache ich jetzt. Ach so. Also, ich habe gerade dieses Paket von der Packstation abgeholt und ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Und weil ich keine Ahnung habe, was hier drin ist, werde ich als erstes dieses Paket hier öffnen. Die Amazon Wunschlisten Mitbestellung. Moment. Genau, diese Zettel sind hier weggeflogen. Genau, hier muss ich nichts zensieren. Ein Geschenk von Röni. Hi Natururin, ich wünsche dir viel mit dem Bierrucksack. Da passt bestimmt viel Bier rein. Gruß und geprost, Röni von Röni. Vielen Dank, Röni, für diesen Bierrucksack. Ich werde den auspacken. Genau, das ist so ein ganz kleiner Rucksack. Jawohl. Jawohl. Ein ganz kleiner, leichter Bierrucksack. Den habe ich extra in die Wunschliste reingepackt. Damit, wenn ich so eine Vollfettwanderung mit so einem Vollfettwagen mache und diesen irgendwo stehen lasse, dass ich damit ganz kurz Bier kaufen gehen kann. Und andere Sachen. Genau, deswegen habe ich diesen hier in die Liste reingepackt. Nur aus diesem Grund, aus keinem anderen. Vielen Dank für den Rucksack. So, ich werde jetzt dieses Paket hier öffnen.
Und ich habe absolut keine Ahnung, was drin ist. Dies ist keine Fanpost. Service Naturin, heute erreicht dich feinste Bierpower aus dem Herzen der Kurpfalz. Schaue regelmäßig deine Videos und bin Fan von Durchfallfarben. Dies soll keine Fanpost sein, sondern eine Spende für dich und deinen Kanal. Da ich kein PayPal habe, schicke ich sie oldschool per Post. Gruß E aus HD. Oha. Da bin ich ultra überrascht. Vielen Dank dafür. E aus HD. Ich grüße Edermausmann. Ich grüße Hagelberry. Ich grüße Fuge. Ich grüße Tom Palermo. Ich grüße Baba S. Vielen Dank für den starken Support. Ich werde die ganzen Bierpower-Grüße im nächsten Video zwischenschieben, weil dieses Video schon ziemlich lang ist. Und ich werde mir davon so einen teuren Winterpullover holen, glaube ich. Nochmals vielen Dank und beste Grüße zurück. So, ich werde jetzt die Fragen fortsetzen. Das sind auf jeden Fall nicht mehr so viele Fragen. Genau, deswegen werde ich die jetzt fortsetzen. Wann kommt das nächste Video mit Ramses? Dann, wann es passt. Entweder du kommst hoch nach Bremen oder ich komme runter zu dir nach Hildburghausen. Oder man trifft sich in der Mitte. Oder man trifft sich wo ganz anders. Dann müssen wir dafür einen passenden Termin vereinbaren. Ich möchte mal mit dir ein Bier trinken. Mach mal eine Wanderung am Römerpfaden bei mir in Malsinsen Richtung Haltern am See. Ist echt schön dort. Wäre top, mach weiter so. Ich werde nichts ausschließen. Wenn du mal in München bist, können wir dann einen zusammen trinken? Ich werde nichts ausschließen. Kannst du bitte Nudel grüßen? Er ist dein größter Fan. Ich werde nichts ausschließen. Meine Frage wäre, was du damals genau für einen Pilz gegessen hast, bei dem du einen Dauertrip bekommen hast. Also wo gefunden oder herbekommen, wie aussehen, welche Pilzart, Sorte. Das waren die ganz typischen gewesen, die neben Kuhflan wachsen. Und ich hatte diese ein einziges Mal aus purer Neugier am falschen Zeitpunkt, im falschen Ort, im falschen Zustand probiert gehabt. Da bin ich vollkommen verstört von einem Wave auf einen Chillout gekommen. Und genau, da hatten wir es probiert gehabt und ich war der Einzige im Raum, der ganze 4 Jahre nicht wegkam. Aber weil der Pilzerabend 8,5 Jahre her ist und der Trip 4 Jahre anhielt, merke ich in den letzten 4,5 Jahren nichts mehr davon. Und von daher alles gut, aber trotzdem hat das psychisch sehr, sehr geprägt. Servus, habe gleich mehrere Fragen an dich. Welchen Pilz hast du damals gefressen, um 4 Jahre im Wunderland gewesen zu sein? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr liebst du es, wenn der D3 vernünftig scheppert? Grüße gehen raus. Beim nächsten Mal bitte pro Frage einen separaten Kommentar schreiben. Aber ist nicht schlimm. Die Pilzfrage habe ich schon beantwortet. Und bei der Skala, bei Thema D3-Schepperung, kommt auf den Zustand drauf an. Wenn ich so einen richtigen Sonnenbrand habe, dann natürlich sehr niedrig. Wenn nicht, dann sehr hoch. Ich kann keine Zahl nennen. Das war gerade die letzte Frage gewesen, aber jetzt kommen wir zum Gewinnspiel, worin 2 Leute diesen Kocher hier gewinnen können. Und zwar, ich möchte 3 Fragen stellen, worin Zuschauer, die länger zuschauen, klar ein Vorteil sind. In welcher Ortschaft oder Gemeinde habe ich dieses Jahr Osterfeuer gefeiert? Mit wem habe ich meine erste Alpenbergwanderung 2021 gemacht? Bei wem zu Hause habe ich Surströmming probiert? Teilnahmebedingung ist, ihr müsst dieses Video liken, Hashtag Kocher nutzen und dann eure 3 Antworten hinschreiben. So in dieser Form wie in diesem Beispiel gezeigt. Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 18.12., 23.59 Uhr. Die Verlosung findet voraussichtlich im übernächsten Video statt. Und ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnspiel. Achso, und ich grüße Nudel. Hier vorne geht's um ein 7V-Wald, 7 Tage Selbstversuch ohne Gegenstände für den Fall, falls sich das jemand noch nicht angeschaut hat. Da habe ich Bären und Rinde gegessen und Fluss gesoffen.